Es ist wieder Booster-Time und heute gibt es mal einen grünen Booster, wie man unschwer erkennen kann. Und dieser Booster passt zu allen möglichen Sachen. Also müsst ihr einfach mal ausprobieren und auch mal mit diversen Sachen ausprobieren. Also Pommes, Knoblauchbrot, auf Fleisch, in Salaten, in whatever. Also egal, anschnallen, los geht's. Ja, heute gibt es mal einen grünen Booster. Und der ist eigentlich auch super einfach gemacht. Das heißt, das Video wird gar nicht so lange, aber dafür umso leckerer und umso interessanter. Die ganzen Zutaten, die ich jetzt hier alle wieder vor mir habe, wie ihr das gewohnt seid, wo habe ich denn den Zettel? Ist zwar nicht der Zettel, aber ihr könnt es wieder ausdrucken, runterladen. Ihr kennt das. Und für alle, die es nicht kennen, in der Infobox ausklappen. Da ist dann alles drin. So, als allererstes brauchen wir eine Avocado. Die würde ich sagen, schnibbeln wir mal eben fix einmal auf. Beziehungsweise, wer noch nicht weiß, wie man Avocado aufschneidet, mit einem Messer bis in die Mitte zum Kern schneiden. Einmal elegant drumherum schneiden, bis man einmal ganz rum ist. Dann kann man das Ganze einmal so aufdrehen. Voila! Möglichst, ne, ohne Kern. Und dann kann man den Kern hier einmal... Na, komm her! Na, Vorführeffekt, ist klar. Wenn es funktionieren soll, dann funktioniert es nicht. So, aber den Kern rauspulen, damit er raus ist. Aber irgendwie ist dieser Avocado nicht so toll, wie ich sie gerne hätte. Nee. Egal, wir popeln das trotzdem da raus, damit wir das hier rausbekommen. So. Normalerweise geht die bei Avocado auch cooler raus. Aber so ist das nun mal. So. So sieht die erste Hälfte aus. Dann mache ich das eben hier bei dem Hälfte. Fängt schon wieder an, ich merke das schon. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr die schneiden könnt. Ich zeige euch mal beide Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist ein schicker großer Esslöffel. Und einmal hier, na komm, auch wieder Vorführeffekt. Einmal unter die Schale greifen, wollte ich gerade sagen. So. Oder ist sie noch nicht reif genug? Na, wer weiß. So, komm her. Zeig dich, du bist umzingelt. Sie will nicht. Sie will nicht, wie ich will. Dabei ist sie doch schon so schön weich. Verstehe ich gar nicht. Warum will sie denn nicht? Egal. Eine Avocado. Da lasse ich mich heute nicht von ärgern. Und ihr seht, nicht alles funktioniert einwandfrei. Auch nicht in meinem YouTube-Universum. Also machen wir die andere Methode und popeln das ganze Zeug so raus. Das war übrigens die zweite Methode, die ich euch zeigen wollte. Aber da die Avocado mich hier ärgern will und ich mich nicht ärgern lasse, machen wir es halt eben auf diese Weise. Ja, jetzt sieht das Ganze aus wie ein Avocado-Unfall. Aber halb so wild, weil das Ganze sowieso wieder im Mixer landet. Also von daher ist es vielleicht wurscht, wie die Optik jetzt hier ist. Also einmal in den Mixer hinein. Dazu ein paar Stängel Koriander, fresh. Dazu Petersilie, ebenfalls fresh. Auch hinein. Auch da rein. Dann Wasser. Da sagt die genauen Mengenangaben stehen im Rezept. Dann Olivenöl. Dann den Saft einer Limette. Eben einmal ausquetschen. Das könnte ich jetzt auch eleganter drüber machen, aber da ich dann noch Zitrone hinzugeben will, mache ich das jetzt hier mit dem Quetschifix. Oder wie heißt das Ding? Weiß das einer, wie das heißt? Quetschi-Quetschi-Fix? Keine Ahnung. So. Und jetzt gebe ich da noch eine halbe Zitrone rein. Und dann sind wir schon fast fertig. Mit einer kleinen Besonderheit. Denn jetzt müsste normalerweise noch ein Teelöffel Salz da hinzukommen. Den mache ich jetzt bewusst da nicht rein. Warum, erkläre ich auch gleich sofort. So, einmal Zitrone, Limette hinein.
Dann würde ich sagen, schmeißen wir jetzt erstmal kurz den Mixer an, bevor ich euch erzähle, warum ich da kein Salz reinmache. Und schmeiße vorher noch aus meinem Knoblauchbooster nochmal so 2 Zehen Knoblauch mit rein. So, von der Menge her müsste das passen. Ja, so. Wie in den anderen Videos immer schon mal gesehen, bei euch wird da wahrscheinlich auch schon mittlerweile ein bisschen grün sein. So. Mixer drauf und jetzt einmal pulsierend das Ganze zu einer Masse mixen, nachdem ich den Stecker eingesteckt habe. Sonst wird es schwer mit Mixen. So, jetzt kommt nämlich noch eine Zutat oder beziehungsweise eine der wichtigsten Zutaten überhaupt. Nehmen wir die Seite. Zeigen hier. Löffel. Den hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist ein wenig flüssiger. Wie gesagt, es kommt darauf an, wozu ihr die Soße demnächst letztendlich probiert, also wofür ihr sie nutzen wollt. Wollt ihr sie als Dip nehmen, wollt ihr sie als Marinade nehmen oder sonst was, dann kann sie ruhig etwas flüssiger sein. Sonst müsst ihr einfach ein bisschen weniger Öl nehmen. Ihr kriegt das schon raus. So, was jetzt noch reinkommt, sind, damit wir schon beim grünen Booster sind, schöne grüne Pistazien. Die kann man allerdings sich teuer kaufen. Teuer nicht. Tüte kostet 2 Euro oder so. Oder man kann die einzeln pellen, dann sind sie günstiger. Aber ich war jetzt heute faul und nehme jetzt mal die gepellten und mache die jetzt noch zum Schluss rein. Und dann wird man das kaum glauben, ist die Soße schon fertig. Gucken, wie mein Mahlgrad ist. Wie gesagt, deswegen so ein bisschen pulsierend das Ganze, damit das nicht zu stückig, aber auch nicht zu weich wird. Ja, da kann man schon mit leben. Ich würde sagen, das reicht schon. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, grüner Booster hoch 10. So, jetzt können wir mal eben abschmecken, weil jetzt wäre die Soße schon fertig. Man glaubt es kaum. Ich wollte gerade schon pusten, ist ja gar nicht heiß. Ja, Pistazien ist okay. Vom Mahlgrad her. Auf jeden Fall mega frisch. Wird noch ein bisschen cremiger. Ich würde noch ein bisschen Pfeffer hinzugeben. Salz. Salz geht, glaube ich, auch noch ein bisschen. Deswegen auch immer abschmecken hinterher. Wie gesagt, weil ich nicht weiß, wie die Pistazien, wie salzig die sind vom Salzungsgrad her. Da sind ja diese gerösteten, die sind ja immer mit Salz. So, noch einmal mixen. So. Fertig. Nehme ich mal den Löffel hier. Jetzt ist es auch schon ein bisschen fester geworden. Wie gesagt, das liegt halt dran, wie fein man das Ganze malt. So, jetzt bin ich gespannt. Ah. Oh. Oh. Zitrone und Limette. Also eine halbe Zitrone hat sich hier gereicht. Kommt noch so an, wenn ihr jetzt 2 Avocados macht, dann wird das Ganze noch cremiger oder sonst was. Muss ich da wahrscheinlich ein bisschen rantasten. Aber ich finde die Soße, die hat was. Mit Pommes. Bah, geil. Mit Pommes könnte die auch geil sein. Kannst du schon so weglöffeln. Lecker. Ja, probiert den grünen Booster einfach mal aus und ihr könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Und bitte jetzt keine Kommentare. Ich mag aber keine Pistazien und ich finde keine im Laden. Dann nehmt andere Nüsse. Haselnüsse, Walnüsse, Pekannüsse, whatever. Und wenn einer sagt, ich habe jetzt eine Nussallergie, dann lasst die Nüsse weg. Psst. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Oh, ich glaube, es gibt was Kuchiges. Wir sehen uns schon wieder. Bis dann. Tschüss.